Thanks. And the next speaker will be Kirchner, Deputy Kirchner. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Bericht könnte die Überschrift tragen: freier Zugang und faire Vergütung. Im Bericht ist es gelungen, eine ausgewogene Balance zwischen den Interessen der Kulturschaffenden nach einer fairen Vergütung und dem freien Zugang der Internetnutzer zu Online-Angeboten herzustellen. Im digitalen Zeitalter müssen die Künstlerinnen von ihrer Arbeit leben können, und wir wollen zugleich keine Kriminalisierung in welcher Form auch immer von Internetnutzern. Weitere wichtige Ergebnisse des Berichtes sind: die Rechte der Kulturschaffenden werden im Verhältnis zu anderen Rechteinhabern gestärkt. Es werden europaweite Mindeststandards für Ausnahmeregeln zum Urheberrecht gefordert und Ausnahmen werden für pädagogische Zwecke und auch für Bibliotheken festgeschrieben. In der Öffentlichkeit wurde zuletzt stark über das Thema Panoramafreiheit diskutiert. Hier produzierte ein Teil der Medien Sensationsmeldungen, die leider nichts mit der Realität zu tun hatten und eher antieuropäische Vorurteile zum Teil bedienten. Diese verbreiteten Meldungen lösen sich mittlerweile in Wohlgefallen auf. Hier muss heute vom Parlament ein deutliches Signal ausgehen: die Panoramafreiheit wird nicht beeinträchtigt. Daher sollten wir, müssen wir gegen den entsprechenden Paragraphen 46 stimmen. Für die künftige Gesetzgebung ist zu überlegen, die bewährten nationalen Praktiken zur Panoramafreiheit beizubehalten. Dankeschön. Köszönöm, Mr. Köster. Következő hozzászólónk, Jacskiewicz úr, önnek egy perc áll rendelkezésére, parancsoljon. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, budowa jednolitego rynku cyfrowego wymaga usunięcia